Wie gesagt, wir waren schon mal hier drin. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Giratina jetzt auch dann auf uns dort wartet. So sieht es nämlich aus. So, wer will jetzt wahrscheinlich kämpfen? Nehmen wir mal an. Ja, kannst du dich noch an uns erinnern? Hast du mächtig einen auf die Glocke bekommen, ne, mein Freund? Ja. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Brian's Corner mit einer weiteren Folge des Let's Plays zu Pokémon Legenden Arceus auf der Switch. Wir sind natürlich weiterhin mit den Nebenmissionen hier im Spiel beschäftigt und wir werden uns jetzt in dieser Folge mal ausgiebig mit dem Giratina beschäftigen. Denn wir hatten jetzt in den letzten Folgen ja diese Unterhaltung, ich glaube da war ja auch Professor Layvin mit dabei, wenn ich mich nicht täusche, dass denn jetzt eben ja das Giratina sich in irgendeiner Höhle wohl zurückgezogen hat und ich gehe mal stark davon aus, also eigentlich müsste uns bekannt sein, wo diese Höhle sich befindet, nämlich im Koboldküstenland und ich würde sagen, wir reisen jetzt dort als erstes hin. Bevor wir das machen, checken wir nochmal eben unsere Pokémon. Das sieht eigentlich ganz gut aus, wobei das Kinose würde ich vielleicht nochmal eben zurückbringen. Und dann, wie eben schon gesagt, begeben wir uns zum Koboldküstenland. So, jetzt müssen wir eben mal nachschauen. Da hat das Gardevoir. Genau, da ist es auch. Das stand nämlich hier unten. So, das ist jetzt wieder unser altes Team. Ne? Und genau, dann peilen wir jetzt gleich mal diese Höhle an, die sich im Koboldküstenland befindet. So, hier müssen wir nämlich hin. Sagen einmal ja. Und ich meine, wir waren auch schon mal in der Höhle, kann das sein? Im Let's Play? Oder war ich, glaube ich, mal abseits des Let's Plays in der Höhle? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir werden es ja auch jetzt gleich nochmal sehen. Und das Ganze ist natürlich auch, ne, wenn man das mal so betrachtet mit der Karte von Leuchtende Perle, ne? Von dem Let's Play, was wir da schon uns angeschaut hatten. Kommt das einfach schon geografisch, ja, würde ich mal sagen. Kommt das eigentlich recht gut hin. Vor allem, wie das auch dargestellt wird mit diesem kleinen See, der davor, vor der Höhle nochmal ist. Das kommt dem in Leuchtende Perle doch recht nah dran, ne? So, jetzt klettern wir das Stück hier noch hoch. So, da unten ist es nämlich. Jetzt holen wir nochmal Waschakwil. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, wir waren schon mal hier drin. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Giratina jetzt auch dann auf uns dort wartet. So sieht es nämlich aus. So, wer will jetzt wahrscheinlich kämpfen? Nehmen wir mal an. Ja, kannst du dich noch an uns erinnern? Hast du mächtig einen auf die Glocke bekommen, ne, mein Freund? Ja. Ah, komm, beruhig dich. Schieb jetzt hier nicht so eine Welle, mein Freund. So, und ich gehe mal davon aus, dass wir das jetzt hier genau wie bei dem Regigigas handhaben müssen, ne? Dass wir es natürlich versuchen zu schwächen. Und ja, das müssen wir aufpassen. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich darauf achten, dass wir nicht zu viel Schaden machen. Denn wenn wir Giratina besiegen, müssen wir wohl von vorne anfangen. So, vielleicht machen wir jetzt mal hier Hydropumpe. Das ist nicht effektiv. Das soll es auch nicht sein. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir da jetzt. Ja, wir könnten das nochmal machen. So, jetzt machen wir es vielleicht nochmal mit Tempo. So wird er hoffentlich jetzt in den roten Bereich irgendwann mal gehen. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt würde ich sagen, nutzen wir auch den ersten Hyperball. Kann sein, dass es jetzt ganz schnell geht.
Ja, und das war's mit der heutigen Folge. Natürlich nicht. Okay, du findest dort, wo eben noch Giratina war, etwas Funkelndes. Platinumkristall. Ach so, das ist auch das, was wir jetzt zu oder für die Alga mal bekommen haben, ne? Von Diam. Ja, wird dieser große funkelnde Kristall auf Giratina angewendet, wird es von Kraft erfüllt und nimmt eine andere Form an. Okay. Ja, oben rechts habt ihr eben gesehen, die Aufgabe oder die nächste Aufgabe jetzt zu dieser Quest ist dann auch wieder zu Professor Laven zu gehen, um ihm einen Bericht zu erstatten, was denn jetzt hier vorgefallen ist. Was wir aber sonst noch machen können, wenn wir eh schon mal hier im Kobaltküstenland sind, weil die haben nämlich noch ein paar Nebenmissionen hier am Start. Jetzt müssen wir nochmal eben schauen. So, was hätten wir denn noch hier? So, Vermissensuche im Küstenland. Ah, genau, da müssen wir nochmal Mina suchen, ne? Die ist ja natürlich wieder verschwunden. So, das heißt, wenn wir jetzt hier auf Ursaluna hüpfen. Ist natürlich die Frage, ne? Ist sie jetzt hier auf dieser Seite oder vorne auf der Seite? Zumindest, sie kann natürlich auch auf der Feuerspeiinsel sein, ne? Das wäre natürlich auch noch eine Option. So, währenddessen würde ich einfach mal sagen, reiten wir ein klein wenig hier auf Ursaluna durch die Gegend. Ihr seht es aber auch schon, ne? Unten dieser Sensor, der uns ja anzeigen soll, ne? Wenn Ursaluna irgendwas gewittert hat. Der schlägt noch nicht ganz aus, ne? Der ist die ganze Zeit grün, der muss irgendwann mal auf Orange oder auf Rot umspringen, wenn man mal irgendwas... Aha, okay. Aber auch in dem Fall muss das nicht zwingend Mina sein, die hier steht. Aber es kann auch einfach etwas sein, was Ursaluna im Boden entdeckt. Also manchmal dreht die Kamera immer so ganz, ganz komisch um sich herum. So, jetzt haben wir hier wahrscheinlich nochmal ein altes Gedicht. 5. Davon habe ich inzwischen auch schon ein paar finden können. Was die Gedichte genau zu bedeuten haben, ich weiß es nicht. Ob es vielleicht auch nochmal eine Nebenmission ist. Könnte auch sein. So, hier könnten wir gleich auch nochmal eine Nebenmission annehmen. Da können wir ja mal eben rüberfliegen und mal schauen. So, ein kleines Stück müssen wir noch. Hier. Da steht er auch. Ja, ich will mich doch irgendwie nützlich machen. Oh, bist du nicht das Expeditionsmitglied, das die Königin des Bergkamms besänftigt hat? Bitte hör mir zu. Einige Griffel haben mir meine Ware gestohlen. Da stehen sie. Sie machen sich einen Spaß daraus, mich durch die Gegend zu hetzen. Und ich bekomme sie einfach nicht geschnappt. Du scheinst doch ein Händchen für Pokémon zu haben. Bitte hilf mir, meine Waren wieder zurückzubekommen. Okay. Jetzt schauen wir mal, wenn wir eben mal hier sind, dann würde ich zumindest sagen, schauen wir uns das mal an. Da vorne sind hier nämlich die Griffel. Jetzt laufen wir die mal hinterher. Ah, sehr gut. Ah, okay, da geht's weiter. Jetzt. Laufen wir hier im Kreis, oder wie? Oh, jetzt wollen sie kämpfen. Nun gut. Wenn ihr das so wollt. So, in dem Fall
gehe ich doch mal davon aus, dass das jetzt auch nicht lange dauert, das Ganze. Deswegen lasse ich die Facecam jetzt einfach mal laufen. Wo ich übrigens eben auch gemeint bei Giratina. Habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Aber auch das ging ja recht zügig, ne? Daher. Okay, jetzt haben die beiden Griffel besiegt. Jetzt bin ich mal gespannt. Du hast die Griffel wirklich eingeholt. Ja. Ein Glück. Meine Waren sind unversehrt. Wie bedanke ich mich am besten bei dir? Weiß nicht. 100.000 Poké-Dollar, damit würden wir uns zufrieden geben. Du bist ja auf einmal so zurückhaltend. Weißt du etwa, was du getan hast? Kri-kri. Na gut, ist in Ordnung. Vergeben und vergessen. Schau mich bitte nicht mehr so traurig an. Aber mach das bloß nie wieder, okay? Jetzt. Das gibt's doch nicht. Jetzt fangen sie schon wieder damit an. Ja, das machst du aber jetzt selber, ne? Ich habe mir meine Sananabeeren gestohlen. Die wollte ich doch nachher noch essen. Genau aus diesem Grund darf man Pokémon nie aus dem Auge lassen. Ja. Jetzt weißt du, was du zu tun hast. Wir machen uns hier rar. Dann kann ich mal gucken, es kann ja auch sein, dass Mina sich hier oben irgendwo befindet. Das ist natürlich auch nicht auszuschließen. Okay, also irgendwas wittern wir hier schon wieder. Ah, da war das Blaue. Ich glaube, das ist dann Mina, ne? Das hat mir auch zuletzt gehabt. Aber erstmal will ich eben mal gucken, wo denn hier der Schatz im Boden sich jetzt nun befindet. Muss ja irgendwo hier sein. Ne, da ist es wieder blau. Hier ist es rot. Das ist ein Scherz, ist das, ne? Das ist ein Scherz. Ja, jetzt haben wir ein paar Items verloren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir wurden gerettet. Vielen Dank, ey. Okay, dann schmeißen wir jetzt uns nochmal hier rüber und fliegen nochmal in die Richtung. Es könnte sein, dass Mina sich vielleicht jetzt hier unten dann befindet. Dass wir dann zumindest diese Quest einmal dann auch, ja, abschließen. Wobei ich glaube, abschließen können wir es erst, wenn wir wieder in einem Jubeldorf sind. Und dann kann ich mir denken, dann bringen wir Mina zurück. Und ja, kaum drehen wir uns um, ist wahrscheinlich Mina auch schon wieder woanders verschwunden. Da vorne ist sie auch schon. Achso, ja, ist auch egal. Können wir eigentlich so machen oder so. Ja, Mina. Was ist denn hier eigentlich los? Du bist mich suchen gekommen, oder? Ein Marcholo hat mich durch die Luft geworfen und ich bin kopfüber im Meer gelandet. Ja, hast auch nie anders verdient, ey, ganz ehrlich. Ich konnte nicht bis zur Küste zurückschwimmen, also stecke ich jetzt hier fest. Würdest du mich bitte zurückbringen? Ja. Natürlich. Natürlich machen wir das. Danke vielmals, Jupp. Ich schulde dir was. Wenn ich wieder im Dorf bin, lasse ich mir schon was einfallen. Der Magnus ist wirklich beeindruckend. Es gleitet blitzschnell durchs Wasser, selbst wenn es Menschen befördert. Ich bin ganz hin und weg. Ja, ist schon nicht schlecht. Ja. Gut. Alles klar. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, wir müssen auf jeden Fall wieder zurück, um diese Quest dann auch, sage ich mal, final abschließen zu können. So, was wir jetzt aber machen, können wir nochmal einfach mal checken, was denn sonst hier noch auf der Liste steht. Das weiß ich auch noch nicht, ne? Das Pokémon, das da gesucht wird, ich habe keine Ahnung. So, das hatte ich schon beendet. Also, was heißt beendet? Ich habe das blaue Chalelos habe ich
neulich noch gefangen. Das heißt, die Quest könnten wir auch abgeben. Die Errichtung des Küstenlandbasis. Mhm. Wir müssen hier vorne hin. Das können wir vielleicht auch mal eben machen. Dass wir zumindest dann erstmal hier im Koboldküstenland jetzt ja, möglichst viele Questen dann auch erledigen. Bevor wir jetzt wieder fünfmal hin und her springen. So, dann geht's natürlich weiter. Ja, dann müssen wir nochmal schauen, ne? Dann auch hier im Koboldküstenland ist eins von diesen Pokémon, von den Kogita, Fräulein Kogita gesprochen hat. Das müssen diese Pokémon sein, die diese Wolken um sich herum haben. Voltolos und Boleros und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Aber das Pokémon soll hier irgendwie nur anzutreffen sein, wenn es auch stark regnet. Und das ist aktuell nicht der Fall, daher... So, jetzt sprechen wir erstmal mit Soraya. Ah, da bist du ja. Wie gesagt, ich bräuchte bei der Suche nach Yorishi vom Bautruppe deine Hilfe. Wir sind zusammen hergekommen, um ein Lager zu errichten, doch dann ging er alleine los, um die Gegend zu inspizieren und kehrte nicht zurück. Er sollte sich immer noch irgendwo in der Nähe aufhalten. Sag ihm bitte, dass er hierher zurückkehren soll, wenn du ihn findest. Ach so. Das heißt, den müssen wir jetzt auch erstmal hier suchen, oder wie ist das? Ohne irgendwelche Angaben. Bist du das? Ah, das ging schnell. Ja, da ist er. Komm nicht näher. Nee, nee. Was? Das ist doch ein Pokémon. Wieso spricht das ja? Vielleicht ist es ein Papagei. Spricht es? Das klingt doch lustig. Das nennst du lustig? Ich brauche Hilfe. Schöne Plaudergei. Hilfe. Oh, jetzt müssen wir gegen das kleine Plaudergei kämpfen. Das ist ja beschämend. Na, krieg ich ja direkt mal einen Eisstrahl rein und dann... ist das Thema auch erledigt. Du hast mir das Leben gerettet. Vielen, vielen Dank. Ich stehe tief in deiner Schuld. Von einem Pokémon, das die menschliche Sprache beherrscht, hatte ich noch nie gehört. Da lief es mir eiskalt den Rücken runter. In meiner Heimat weiß jeder, dass eine Stimme an menschenleeren Orten nicht auf Gespenster hindeutet, sondern auf ein Plaudergei. Vielen Dank, dass du Yorishi gefunden hast. Jetzt kann er endlich das Lager errichten. Und hopp. Hau ruck. Hau ruck. Hau ruck. Das ist das nächste Plaudergeil. Fertig. Irgendwie hatte ich das unangenehme Gefühl, dass jemand meine Stimme nachahmt. Aber das habe ich mir bestimmt nur eingebildet. Ich glaube auch. Ich habe dir mein Leben zu verdanken. Nutze dieses Lager, so viel du möchtest. Sehr gut. Auch erledigt. Eigentlich auch... Wir gerade gefragt haben. Jedes Baselager hat eine wunderbare Aussicht. Hier scheint der ideale Ort zu sein, um Pokémon zu erforschen, die in Wassernähe leben. Gut. Wir werfen nochmal einen Blick in unser Questlog. So, Octillery. Vollständiger Eintrag. Octillery finden wir auch hier. Hier ein Pokédex-Eintrag von einem Mashox. Mashox sind auch hier unterwegs. Die Wadribis, die habe ich hier schon gefangen. Hier müssen wir wieder zurück nach Jubeldorf. Hier muss ein vollständiger Eintrag von Nebulak vorgelegt werden. So, löse das Rätsel um die Legende des Meeres. Und fange das Pokémon, das Professor Leben gesehen hat. Ja, müsste ich mir auch nochmal genauer anschauen, was da eigentlich genau los ist. Ja, hier sind noch andere Orte, das ist alles im Frostland jetzt überwiegend, ne? Ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt zurück und geben dann erstmal die Questen soweit ab.
die wir abgeben können. Wobei, hier sind auch neue Nebenmissionen. Dann nehmen wir die zumindest mal an. Ich sag nicht, er will schon wieder... Ah. Ja, das machen wir später. Ballonjagd machen wir definitiv später mal. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv für. So. Jetzt sprechen wir mal mit Schauner. Du gehst doch zum Forschungstrupp, oder? Hilf mir bitte kurz. Was ist denn mit dem Plinfer? Dieses Pokémon hier scheint so hungrig zu sein, dass es sich nicht vom Fleck bewegen kann. Ich habe schon versucht, es zu füttern, aber es will einfach keinen Happen zu sich nehmen. Auf cooler Bogen scheint es zwar irgendwie anzuspringen, aber wenn ich sie ihm hinhalte, frisst es sie trotzdem nicht. Stell mir etwas her. Aber klar doch, wir versuchen den Geschmack der Kullerbohne etwas zu verbessern. Dann probiert das kleine Pinfer sie bestimmt. Dass ich darauf nicht selbst gekommen bin, obwohl ich dem Produktionstrupp angehöre, ist schon eine schwache Leistung. Ja. Geh nicht zu hart mit dir selber ins Gericht. Vielleicht wäre ein Bohnenköder ja genau das Richtige. Könntest du eine Portion herstellen? Die Anleitung dafür gibt es im Handwerksladen zu kaufen. Okay. Gut, dafür müssen wir auch auf jeden Fall zurück nach Jubeldorf. Vielleicht haben wir ja auch einen Bohnenköder mal als Belohnung oder mal irgendwo gefunden, vielleicht sogar. Aber selbst wenn das ja in der Truhe wäre, hätte das auch eben angezeigt, ne? Bin ja eben mal hier nachschauen. So, hier sind die Bohnen. So, hier haben auch verschiedene Köder, aber es ist nicht das Richtige dabei. Hier ist auch nochmal eins. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück nach Jubeldorf. Achso, ja, okay. Jetzt will er darauf schon noch reingehen mit Giratina. Anscheinend erkannte Giratina, dass es dir nicht gewachsen ist und beschloss daraufhin, Hisui zu beschützen. Holo will, dass wir es erforschen und im Pokédex registrieren. Bevor er verschwand, sagte er, dass wir ihn wohl nicht mehr wiedersehen werden. Ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich glaube, er hatte sich sehr auf die Vervollständigung des Pokédex gefreut. Ja. So, trotzdem möchten wir jetzt gerne wieder nach Jubeldorf. Hatte eben schon gedacht, wir müssen irgendwie in sein Büro und ihn drauf ansprechen. Wir haben einfach jetzt schon das komplett vervollständigt, weil wir so oft gekämpft haben gegen Giratina und der so häufig hier die Attacke Schemenkraft und was weiß ich nicht eingesetzt hat. Das ist doch schön. So, wir möchten ins Dorf. Oh. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier in die Hauptzentrale, denn da ja, wird ja hoffentlich jetzt wieder Mina drin stehen. So, und ja, wir können jetzt wahrscheinlich auch dreimal raten. Kaum drehen wir uns einmal um, ist Mina schon wieder weg. Und dann müssen wir wahrscheinlich im Kraterberg-Hochland sie nochmal suchen. Mina ist unversehrt zurückgekehrt. Hab vielen, vielen Dank. Bei dir war ich wirklich an der richtigen Adresse. Du wirst deinem Ruf mehr als gerecht. Ich glaube, das ist auch genau die gleiche Unterhaltung, die wir beim letzten Mal hatten. Und Sanuna konnte dem Geruch sogar bis aufs Meer hinaus folgen. Es ist wahrlich ein beeindruckendes Pokémon. Sollte ich mich irgendwann trauen, ein Pokémon in mein Leben zu lassen, dann hoffe ich, dass es gut im Suchen ist, so wie Ursaluna. So, jetzt... Können wir zumindest mal hier die Nebenmission nochmal eben kurz checken. So, ein Nasknet für Orientierungslose. Offenbar gibt es ein altes Sprichwort, das im Zusammenhang mit Nasknet steht. Sprich mit Soraya vom Produktionstrupp und erfahre, worum es genau geht. Alles klar. So, nächste Mission nehmen wir auch noch mit. Evolis Entwicklungen. Florian vom Bautrupp hat einen Auftrag für uns. Es geht um die Entwicklungen seines Evolis. Hör dir an, was er zu sagen hat und erfahre, was du für ihn tun kannst. Ist klar.
So, jetzt gehen wir heraus und ich kann mir denken, wenn wir jetzt nochmal reingehen, können wir die nächste Quest von Ayafumi. Ja, lass mich raten. Wo ist deine Schwester hin? Ja, wo steckt sie nur? Ja, du tauchst irgendwie immer auf, wenn ich Hilfe brauche. Beeindruckend, ja. Ja, du kannst dir sicherlich denken, Mina ist ja schon wieder verschwunden. Ja, Kraterberg Hochland. Das war natürlich klar, ne? Das war klar. Das konnte man absehen. Nun denn. Jetzt will ich aber sagen, gehen wir zumindest erstmal auch hier die anderen Questen ab, die wir hier haben. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, was überhaupt hier noch steht. Den vollständigen Eintrag von Kinose, den habe ich, glaube ich, noch nicht. Geisterlichter im Dunkel der Nacht machen wir im nächsten Video. Da würde ich es gerne mal angehen. So, eine enge Freundschaft. Da müssen wir mal irgendwie ihm ein Pokémon hinlegen. Der muss das mal prüfen. So, okay, okay, okay. So, hier das zum Beispiel. Das müssten wir eigentlich jetzt auch erledigen können, die Aufgabe. So, wegen des Auftrags. Hier ist nämlich das Blaue. Achso, muss ich jetzt erst das... Achso, das rosa vorne zuerst. Wer lesen kann, ist dann auch entsprechend im Vorteil, das ist klar. Also erst das hier. Und dann... das da. Jetzt gucken wir mal. Ist auch ein kleiner Größenunterschied. Oh, das ist ein Elite-Pokémon, nicht wahr? Kann sein, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber es ist auch vollkommen egal. Bestimmt beherrscht es Attacken, die es schon vollständig gemeistert hat. Ich kann mir zwar nicht erklären, warum Schalettos unterschiedliche Farben haben, aber es ist toll, dass sie je nach Lebensraum anders aussehen. Auch in Jubeldorf gibt es viele Menschen, die aus verschiedenen Gegenden kommen. Stell dir mal vor, wie bunt es hier wäre, wenn wir unsere Kleidungsfarbe je nach Wohnort ändern würden. Interesting. Ah, da ist sie auch schon. Die Inspiration. Schalettos hat mich so inspiriert, dass ich gleich mein Angebot vergrößert habe. Überzeug dich ruhig selbst. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt auch noch die Snibunas irgendwie haben möchte. Die gibt es ja auch in zwei verschiedenen Formen hier. So. Ja, wie würde es dir gefallen, wenn ich eine neue Kleidung anbieten könnte? Ja, das wäre prinzipiell ganz total toll, aber... wenn das wieder damit ab... beziehungsweise damit zusammenhängt, dass wir wieder irgendwelche Pokémon für dich sammeln müssen... naja, machen wir trotzdem. Es ist die Bestimmung modebewusster Menschen, stets nach neuen Kreationen zu streben. Sag, wärst du so nett, mir als Inspiration für mein nächstes Design an Boma Dame zu zeigen? Okay, das haben wir. Haben wir keins? Wir haben keinen Boma Dame. Okay, gut, dann muss das noch auf den Zettel... So, was hätten wir jetzt noch hier? So, ein Bohnenköder. Das können wir noch machen. Und eben kurz noch hier mal die Anleitung kaufen. Nein, das waren Materialien. Ich möchte gerne Anleitungen haben. Hier, Bohnenköder. So, jetzt haben wir prinzipiell die Anleitung und können jetzt auch anschließend den Bodenköder herstellen. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin und überreichen dem Kollegen hier ein Wadribi. Und wenn wir das gemacht haben, würde ich liebend gerne nochmal eine kurze Pause hier einlegen. Hast du ein Wadribi von den Griffelhügeln mitgebracht? Ja, das haben wir tatsächlich. Dann werde ich gleich mal seinen Honig probieren. Ist auch noch nicht ganz das Wahre, ne? Eine mäßige Süße und ein schlichter Geschmack.
Weg zum Naschen für zwischendurch. Der Geschmack unterscheidet sich ganz klar vom Honig aus dem Strapazenhain. Ich werde ihn mir gut merken. Zu guter Letzt fehlt noch ein Wadribi von der Hamanasu-Insel. Bitte bring mir eins. Okay. Ja, wir gehen jetzt hier nochmal raus und wie ich eben schon gesagt habe, wir legen jetzt gleich hier eine Pause ein. Im nächsten Video werden wir uns die Nebenstory mit den Geisterlichtern mal anschauen, denn da müssten wir wohl das Krypuk erhalten. Und ja, bin mal gespannt, was wir da zu sehen und ja, zu erleben bekommen. Daher, wie gesagt, hier kommt jetzt die Pause. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir-Button drückt. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.